Hallo, ich zeige euch heute mal unser Mobil, weil immer wieder viele Leute fragen, was das denn eigentlich ist. Das ist ein umgebauter LKW, ein Renault Master Transporter, Baujahr 1999, 2,8 Liter Turbodiesel, also ziemlich robuste Maschine drin. Solarpanel sieht man von hier schon auf dem Dach mit einem Olivenzweig dran, weil die Olivenbäume hier in Griechenland schon manchmal ein bisschen runterhängen. Vorne drin haben wir halt ja, ganz normal ein bisschen Sitz repariert und Sitzpolster repariert, war ein bisschen kaputt. Für den Kleinen haben wir einen Kindersitz drin, das ist ganz cool, weil er natürlich bei uns vorne dabei sitzt im Dreisitzer und hoch hinter der breiten Scheibe sitzt und alles sieht. Dieses tolle Design, was außen drauf ist, hat ein Graffiti-Künstler aus Köln gemacht, der Seymour. Sehr cool. Wie wir finden, hält sich auch ganz gut die Farbe. Hinten haben wir unsere Fahrräder drauf. Wie man sieht, der Fahrradträger hängt so leicht schief, der packt es nicht so ganz. Und was sehr cool ist, ist, dass man die Flügeltüren an der Seite aufmachen kann, beide, und dann 2,20 Meter Öffnung hat. Dadurch hat man schon echt so ein Gefühl von draußen sein oder Terrassenfeeling, wenn die Türen offen sind. Das ist schon so ein Vorteil gegenüber dem normalen Wohnmobil mit einer schmalen Eingangstür und einem schmalen Gang in der Mitte. Ja, dafür hat es dann auch ein paar Nachteile natürlich. Aber es ist schon dann hier eine schöne große Fläche und es ist schön weit offen. Hier seht ihr unseren Ofen. Da sind zurzeit nur Gummistiefel vom Sammy drin, statt Holz. Den brauchen wir nämlich bis jetzt noch nicht. Da seht ihr die Spüle, den Wasserhahn hat der Frank dann dazu gebaut, der Pumpe dazu. Und hier unten haben wir den Wassertank. Da sind 110 Liter drin und das reicht auch einige Tage für uns. Da drin ist die Autobatterie, die geladen wird vom Solarpanel. Und hier oben haben wir den coolsten Stromkasten der Welt. Da sehen wir dann, wie viel Strom reinkommt und drin ist. Eine Lampe. Für das Dachfenster haben wir auch eine Abdeckung, sodass es dann auch ganz dunkel wird nachts. Morgens. Hier haben wir ein Autoradio und die Boxen dazu. Also können wir auch richtig laut aufdrehen, wenn wir Lust haben. Hier haben wir ganz viel Platz auf dem Boden. Das Bett kann man ausziehen. Das wird dann 2 Meter lang und 2,15 Meter breit. Oben noch die Gitarre. Schränke aufgehängt. Schränke haben wir aufgehängt, genau. Das ist unser Küchenschrank. Das ist unser Badschrank. Manche fragen auch nach der Toilette. Das ist unsere Trockentrenntoilette, die der Frank selbst gebaut hat. Meistens gehen wir aber entweder draußen oder im Restaurant. Und manche fragen auch, wo denn unser Herd ist. Und der ist hier unten einfach drin verstaut. Einfach so ein Gasherd, genau. Hier haben wir eh noch ein bisschen Platz für Kanister, Töpfchen vom Sammy, Wasservorrat und so weiter.